Unternehmen wollen Large Language Models benutzen, um auch mit den eigenen unternehmensinternen Daten zu chatten. Damit das Ganze funktioniert, müssen diese Daten einerseits durchsuchbar gemacht werden, das Ganze nennt man Vektorisierung, und auf der anderen Seite muss es möglich sein, diese Daten dann auch durchsuchen, also so ein Querying-Retrieval-Prozess. Dadurch ist es dann möglich, mit ChatGPT oder ähnlichen Tools direkt mit den Unternehmensdaten zu chatten. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter fragen sollte, hey, ich will die nächsten 2 Wochen in Spanien Homeoffice machen, ist das Ganze erlaubt, würde dann dieser Service ähnliche Textbausteine suchen, zum Beispiel alle Compliance-Richtlinien durchsuchen, und dann entsprechende Antwort geben, die dann als Quelle auch direkt das Ganze referenziert. Um das Ganze möglich zu machen, arbeiten wir bei Paxton sehr oft mit Microsoft. Hintergrund ist, Microsoft Azure hat eine sehr enge Kooperation mit OpenAI und dadurch einerseits Zugriff auf mit die besten Models aktuell, wie zum Beispiel GPT-4, aber auch sehr viel Erfahrung und sehr viele Services in dem Bereich. Ein zentraler Service von Microsoft, den wir uns hier jetzt anschauen wollen, ist Azure AI Search. Azure AI Search ist der Service, der es ermöglicht, einerseits Daten zu indexieren. Das heißt, Unternehmensdaten wie zum Beispiel PDFs, PowerPoints oder auch Bilder können vektorisiert in einer Datenbank gespeichert werden und ermöglicht aber auch gleichzeitig das Retrieval. Das heißt, man kann Suchen gegen diese Datenbank machen. Wenn jetzt ein User zum Beispiel einen Text hat, ist Azure AI Search in der Lage, in diese vektorisierte Datenbank reinzugehen, um genau die passenden Textelemente zu suchen. Azure AI Search ermöglicht dabei verschiedene Methoden für das Retrieval. Das ist einerseits ganz klassisch die Volltextsuche nach puren Wörtern oder aber auch die Vektorsuche, bei der auch die ganze semantische Bedeutung mit aufgenommen wird. Und Azure AI hat auch da sehr viele verschiedene Services schon integriert, wo man selber relativ viel Effort reinstecken müsste, wenn man das Ganze mit Open Source Models oder selber nachbaut. Unter anderem zum Beispiel das Data Chunking. Das heißt, man hat sehr große Texte, die passen nicht in den Kontextwindow von einem LLM. Das heißt, die ganzen müssen gechunkt werden in verschiedenen Teilen. Die Vektorisierung von diesen Chunks ist bereits enthalten. Und es gibt auch ein Data Enrichment. Das ist aktuell noch in der Preview. Aber da können auch Daten zusätzlich mit Metadaten, wie zum Beispiel auch Bilder, automatisiert angereichert werden. Schauen wir uns jetzt zunächst die Indexierung an. Indexierung ist der Prozess, bei dem eigene Daten in die Suche geladen werden und suchbar gemacht werden. Bei Textdokumenten wie zum Beispiel PDF wird dabei der Text in Token verwandelt und dann mit sogenannten Reverted Indexes durchsuchbar gemacht. Dabei ist das Prinzip, dass die Token wieder zurückgemappt werden können zum ursprünglichen Text, um so deutlich schnellere Abfragen zu ermöglichen. Azure AI Search kann auch Bilder durchsuchbar machen. Da gibt es dann generell 2 Ansätze. Das eine ist ganz normal, man macht OCR und erkennt Texte in Bildern, wie zum Beispiel technische Zeichnungen, und die werden dann abgespeichert. Aber es ist auch möglich, Bilder direkt zu vektorisieren. Für die Vektorisierung von Bildern und Text werden traditionellerweise verschiedene Models verwendet, aber es gibt inzwischen auch einige Models, die beides integriert machen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel OpenAI Clip. Noch als kleiner Hinweis, die integrierte Vektorensuche in Azure ist aktuell noch in der Preview-Phase. Das heißt, es ist noch nicht in allen Regions verfügbar und noch nicht ganz stabil, aber wird bald wahrscheinlich auch global in allen Regions voll ausgerollt. Wann ist es nun wichtig, mit Vektoren zu arbeiten anstelle von purem Text? Generell bei purem Text ist es ja so, dass wir einfach nur eine Textsuche haben und ähnliche Wörter suchen, und dabei fehlt uns oft das semantische Verständnis. Das heißt, wenn wir zum Beispiel verschiedene Formate von Content haben oder auch verschiedene Sprachen, dann eignen sich Vektoren sehr gut, weil Vektoren können auch semantische Ähnlichkeiten erkennen, auch wenn es nicht exakt die gleichen Worte sind, und können so zum Beispiel auch über mehrere Sprachen hinweg funktionieren und zum Beispiel auch Synonyme oder so problemlos erkennen, wo eine reine Volltextsuche schnell an ihre Grenzen stößt. Schauen wir uns nun den Retrieval-Prozess von Azure AI Search an. Generell, Retrieval funktioniert, sobald wir die ganzen Daten indexiert haben. Bei Retrieval ist es generell so, der User kann seine Anfrage stellen, wie zum Beispiel, hey, ich bin jetzt 2 Wochen im Ausland im Homeoffice, ist das Ganze erlaubt? Und der Retrieval-Prozess vergleicht dann das Embedding von dieser Anfrage mit den Embeddings, die in der Vektordatenbank gespeichert sind, und sucht sich die passenden Matches heraus. Traditionell wird für die Anfragen oft der BM25-Algorithmus verwendet, der ist relativ alt, wurde schon 1970ern entwickelt, und da geht es wirklich darum, dass man einfach Texttreffer erzielt. Das ist auch der Algorithmus, den Azure AI Search standardmäßig verwendet, aber hat den Nachteil, der ganze Kontext fehlt. Und deswegen gibt es auch das sogenannte semantische Ranking, das auf den Kontext von verschiedenen Texten guckt und danach entsprechend priorisiert. Die Limitierung von der semantischen Suche ist, dass es noch nicht über beliebig große Textmengen geht, was an der Limitierung von LLMs liegt und dass sie auch nicht unendlich große Kontextwindows haben und unendlich viel Text verarbeiten können. Das heißt, der klassische Ansatz ist, wir nehmen eine ganz normale Suche, bekommen zum Beispiel die Top 50 Treffer, und über diese Top 50 Treffer läuft dann die semantische Suche, die hat einen sogenannten Re-Ranker,
Und dieser Re-Ranker gibt dann jedem Treffer einen Score von 0 bis 4 im Fall von Azure AI Search und gibt das dann in Descending Order an den User zurück, gerankt nach der semantischen Relevanz mit der entsprechenden Anfrage. Konkret bedeutet das, dass dabei dann auch nach Synonymen, ähnlichen Redewendungen und semantisch ähnlichen Themen gesucht wird, auch wenn sie nicht explizit erwähnt werden, und der Re-Ranker dann genau diese Themen findet und entsprechend nach oben befördert. Diese paar Top-Treffer werden dann benutzt und werden dann dem LLM zur Verfügung gestellt, zusammen mit dem ursprünglichen Prompt, und der User erhält seine Antwort. In unserem Beispiel mit dem Homeoffice im Ausland wäre das Ganze dann konkret so: Der User stellt die Anfrage. Die Anfrage geht zunächst an Azure AI Search. Azure AI Search sucht zunächst mit der Volltextsuche passende Dokumente. Diese passenden 50 Textschnipsel werden dann der semantischen Suche übergeben. Die semantische Suche sucht uns dann zum Beispiel die Top 2 oder 3 Treffer raus und diese verarbeiten wir weiter. Der Prompt ans LLM ist dann die ursprüngliche User-Anfrage plus der angereicherte Kontext, den Azure AI Search gefunden hat. Und daraus entsteht dann der Prompt fürs Large Language Model. Das sieht dann zum Beispiel so aus wie: Der User stellt folgende Frage, die ursprüngliche Frage, und danach benutze zum Antworten der Frage den folgenden Kontext. Danach wird nochmal der Kontext mitgegeben. Und danach kann das Large Language Model eine passende Antwort geben mit den Daten des Unternehmens und kann sogar zusätzlich Zitate einfügen. Das heißt, der User kann am Ende sehen, aus welchem Textschnipsel wurde denn die Antwort generiert. Wir setzen bei Paxon regelmäßig Projekte mit OpenAI und Azure um. Wenn das Ganze für Sie interessant ist und Sie darüber nachdenken, das Ganze in Ihrem Unternehmen zu implementieren, melden Sie sich gerne bei uns. Dann können wir auch speziell Ihren Use Case angucken und schauen, ob das Ganze bei Ihnen Sinn macht.